Also hier habe ich jetzt einen genialen Text für euch aufgehoben. Ich werde immer wieder gefragt, woher ich so viele englische Wörter kann und so viele Vokabeln. Und hier ist woher. Ich habe nämlich genau das gemacht. Ich habe immer E-Mails, vor allem Geschäftsbriefe, die ich erhalten habe, aufgehoben und durchgelesen. Ja, vor allem Geschäftsbriefe, weil Geschäftsbriefe werden immer sehr schön und das liebe ich bis heute. Ich zeige euch das gleich, wie manche so die Geschäftsbriefe gestalten. Ja, so künstlerisch wunderschöne Wörter, die man normal nicht verwendet, aber die man auch wissen sollte. Also das habe ich sehr viel gemacht. Ich hatte ein Notizheft. Ich empfehle euch, nimm dir ein A5-Heft, eines, das in der Mitte liniert ist, also extra für Vokabeln. Vokabelheft heißt das. Kauf dir ein Vokabelheft und schreib, ganz wichtig, nicht tippen im Handy, schreiben mit der Hand, weil dadurch lernt auch das Gehirn. Also schreibe dir die Vokabeln auf, die du noch nicht weißt, ja, auf der linken Seite auf Englisch, auf der rechten Seite auf Deutsch und lese es dir immer wieder durch, vor allem vor dem Schlafengehen, weil dann merkst du dir das. Immer wieder, ich habe mir das immer wieder durchgelesen. Und das Heft war schon ganz voll, dann hatte ich ein zweites A5-Heft und als ich schon beim zweiten A5-Heft war, bemerkte ich irgendwie, dass ich das erste A5-Heft gar nicht mehr brauche, weil ich alles schon auswendig weiß. Und das ist wunderschön und übrigens, die bleiben im Kopf, ja, wenn du Englisch weiterhin sprichst. Das ist ja das Schöne an einer Sprache. Also, lesen wir uns diesen Brief hier mal durch. I'm writing to inquire about the availability of private language course lessons for a group of 6 adult new beginners at your school. Okay, das geht ja noch. Our group is interested in taking private lessons. We plan to commence, wow, wunderschönes Wort, commence the lessons on July 20th. Commence ist genau dasselbe wie start oder begin. Man verwendet halt commence, ja, weil es so extra schön, also Geschäft. Also man möchte seriös und gut rüberkommen als Geschäftsmann, da schreibt man Comments. Weißt du, dadurch verschaffst du dir ein gutes Image. And conclude, nicht, er könnte auch schreiben and end, weißt du, aber nein, conclude ist ein weiteres schönes Wort für beenden. Conclude on August 18, 2023, for a period of 5 weeks. Aber dann haben wir hier noch weitere schöne Wörter, zum Beispiel to cater to. Dann haben wir hier weiter unten Swift, genau, Swift Reply, ein weiteres schönes Wort. Ja, Swift ist so ein wichtig machen Wort, so nenne ich das immer, Wörter, die man verwendet, um sich wichtig zu machen, um sich Respekt zu verschaffen. Das macht man sehr gerne in der Geschäftswelt, traurig aber wahr, so ist nun mal das Leben. Und er hätte genauso gut Quick Reply schreiben können, na, es bedeutet genau dasselbe. Statt quick hat er halt swift genommen, genauso wie statt er to start oder to begin, to commence genommen hat. Ja. Ihr solltet das aber trotzdem wissen, weil ihr das eines Tages selber brauchen bzw. empfangen werdet. Und außerdem, machen wir mal weiter, da gab es noch ein Wort ganz unten bei dem Brief, wenn ihr nochmal zurückschaut, da gab es eager, das ist ein Eigenschaftswort, to be eager to, also eager heißt so wie erfreut, bemüht, begierig sein, etwas zu tun. Und das ist eigentlich wieder so ein wichtig machen Wort, ja, weil da hätte er 10 andere Wörter schreiben können, wie er auch zu 100% auch mit seinen Freunden redet. Keiner redet mit seinen Freunden so eager to. Das ist wieder ein typisches Wort, ein Wort, das man nur in der Geschäftswelt, fast nur in der Geschäftswelt findet, aber trotzdem sollte man es wissen. Also übt das, schreibt euch diese Wörter auf, nehmt euch ein A5-Heft, ein Vokabelheft und lest euch das durch jeden Tag. Ja, es ist wirklich, wirklich eine gute Übung. Und ich glaube, ich habe es vergessen zu erwähnen, mit Liedern auch. Ja, schreibt euch die Lyrics auf und lest euch die Lyrics immer wieder durch.